Hallo Leute und willkommen zu diesem kleinen, dieses Mal eher unschönen Video. Tut mir leid, dass ich jetzt erst mit euch rede um 19.34 Uhr. Ich war aber die ganze Zeit unterwegs, kam noch nicht dazu. Deshalb jetzt eine kleine Zwischenmeldung. Und ihr könnt euch sicher denken, worüber wir reden müssen, passend aus Berlinistan. Denn, wie die Überschrift schon sagt, schon wieder. Ist jetzt nicht das Allerneueste, was hier in Berlinistan geschehen ist, so zynisch das jetzt auch klingt, aber ganz ehrlich, auf sowas kann ich persönlich nur noch mit Zynismus reagieren, so schlimm das auch ist, aber es ist jetzt nur wirklich nicht so, dass es vom Himmel gefallen wäre. Es ist mal wieder jemand in eine Menschenmenge gefahren. Ihr habt es mittlerweile alle vernommen, dieses Mal auf der Tauentzienstraße, ziemlich direkt an der Gedächtniskirche, in der Nähe vom Breitscheidplatz, wo wir das vor einigen Jahren ja erst hatten. Heute Morgen gegen 10.30 Uhr ist ein 29-jähriger Deutsch-Armenier, ich weiß zwar nicht, wo Deutsch-Armenien liegt, ich dachte Kolonialzeit wäre vorbei, aber gut, ein Deutsch-Armenier mit einem Kleinwagen in eine Schülergruppe gerast. Bisher ein Todesopfer, mehrere Schwerverletzte, mehrere Verletzte. Angeblich bisher ungeklärte Motive, aber man hat zumindest jetzt schon einige, nennen wir es mal, Fakten veröffentlicht, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Es gab nämlich zwischenzeitlich auch den Bericht, man hätte ein Bekennerschreiben gefunden. Das wurde dann ganz schnell von der SPD relativiert. Da hieß es dann, also Regierungsbeteiligung, da hieß es dann, nee, das wäre ja gar kein Bekennerschreiben. Das wäre ja nur, das wäre eine politische Meinungsäußerung, Kritik an der Türkei. Also Kritik an der türkischen Regierung soll es gewesen sein. Da war angeblich kein Bekennerschreiben. Es wurde anfangs versucht, das Ganze mal wieder schön zu reden oder klein zu reden. Es könnte ja ein Unfall sein. Ganz, ganz lange wurde diese Unfallstory heute im Laufe des Vormittags und Mittags verbreitet. Aber wenn man da mal ein bisschen rational rangeht, ein Unfall, bei dem man erst in einer Schülergruppe rast und dann 200 Meter weiter, also dann wieder auf die Straße fährt und dann 200 Meter weiter in ein Schaufenster kracht und dann erst zum Stehen kommt und dann auch noch abhaut. Das hat mit dem Unfall überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Dass da ein böser Wille vorhanden gewesen sein muss, ich denke, das ist eindeutig. Dass man, wenn das jetzt in Anführungszeichen nur das in die Menschenmenge rasen gewesen wäre, könnte man auch argumentieren, okay, hat vielleicht wirklich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das nur nicht falsch verstehen, einfach nur so zwecks Unfall, Unfallthese. Da könnte man argumentieren, hat vielleicht wirklich die Kontrolle verloren, was weiß ich, medizinischer Notfall, wie auch immer. Das hat man ja im Radio heute versucht, das hat man in diversen Presseartikeln versucht, wurde auch zumindest so ein bisschen am Rande versucht von der Polizei wie soll man das freundlich ausdrücken? Man wollte nicht darüber reden, dass es offenbar sehr nach einer vorsätzlichen Tat aussieht. Aber die Tatsache, dass er erst reingekracht ist in die Leute, wieder auf die Straße gekommen ist und dann nochmal 200 Meter weitergefahren ist und dann gegen ein Schaufenster, also das spricht, das tut mir leid, gegen alles, was einen Unfall für gewöhnlich kennzeichnet. Und dann auch der Fakt, dass er offenbar ausgestiegen ist, weggelaufen ist, von Passanten festgenommen, von Passanten festgehalten, aufgehalten werden musste. Also hier kann mir auch keiner sagen, das war jetzt ein zufälliger Unfall, der hat mal eben die Kontrolle verloren, das ist Bullshit. Der junge Herr, 29 Jahre alt, soll wohl das Auto seiner Schwester gefahren haben. Ich weiß nicht, ob man bei den Grünen jetzt heult, dass es kein SUV war. Sonst hätten sie jetzt wieder ein Argument, große Autos verbieten oder so. Liebe Grünlinge, liebe ideologischen Anhänger, ihr seht, auch mit einem kleinen Wagen richtet man immensen Schaden an. Ist also völlig wurscht, womit man in eine Menschenmenge fährt. Es ist immer gefährlich. Wenn man das vorsätzlich tut, macht es keinen Unterschied, ob man jetzt in einem Straßenkreuzer sitzt, wie meinem Reisetraktor, oder in einem Smart, wie hier neben mir steht. Wenn man frontal in eine Menschenmenge rast, muss ich euch nicht erzählen. Also dieses große Auto sind gefährlicher als Bullshit. Aber muss ich euch, glaube ich, sowieso nicht erklären. Das ist ja eher sowas, was die grünen Ideologen immer raushauen. Möglicherweise heulen sie jetzt rum, der ein oder andere, ja, fehlt ihnen jetzt so ein bisschen die Instrumentalisierung, können sie jetzt nicht draus stricken, böse, böse, große Autos, war diesmal Kleinwagen. Was wären gewesen, wenn es ein Kleinwagen wäre, der mit Elektroantrieb gefahren wäre? Plot-Twist. Naja, wollen wir uns jetzt nicht drüber lustig machen, es ist kein lustiges Thema. Gab natürlich Beteuerungen und Betroffenheitsbekundungen von der gesamten politischen Riege. Steinmeier aus Braunschweig hat sich gemeldet und das Tschepli hat Sirenen und Hubschrauber gehört und zittert ja schon. Ja, das Tschepli zittert schon, wollte keiner wissen, ob die zittert oder nicht. Also an der Stelle sich wieder gekonnt in den Mittelpunkt gedrängt. Warum das jetzt in irgendeiner Art und Weise relevant ist, dass das Tschepli mitteilt, dass es zittert, ich kann es euch nicht sagen. Aber die gesamte politische Riege hat groß angekündigt, wie tief betroffen sie doch sind, haben selber mitbekommen, ja irgendwie kommt das relativ oft vor und auch dieses Mal war der Täter natürlich, ihr könnt es erahnen, Polizei bekannt. Der 29-jährige, naja, was auch immer, Herr aus Deutsch-Armenien, also es tut mir leid, liebe Presse, wenn der Typ einen
Elternteil aus Absurdistan hat und eins aus Armenien, dann wäre es ein deutscher Armenier, dann wäre das so. Wenn er aber, offenbar sieht es ja danach aus, zwei armenische Elternteile hat und lediglich die Staatsbürgerschaft besitzt, dann bleibt er Armenier mit Staatsbürgerschaft. Kann auch nicht nach Rumänien ziehen und dort vielleicht irgendwann mal die Staatsbürgerschaft erwerben und sagen, ich bin jetzt Rumäne. Wird nie passieren. Dann bin ich da immer noch ein Absurdistaner mit rumänischer Staatsbürgerschaft. Also muss ich euch, denke ich, nicht erklären. Ist relativ logisch, aber schön, wie die Presse dann hier direkt betont, der Deutsch-Armenier. Ach so, muss man wieder versuchen, irgendein Narrativ aufzubauen, so von wegen, die Absurdistaner, die tun das ja auch, oder was? Also es ist immer faszinierend. Auf der einen Seite heißt es immer, die Nationalität spielt doch gar keine Rolle. Aber auf der anderen Seite versucht man auf Biegen und Brechen das extra herauszustellen, was einem so ein bisschen ins Weltbild passt, auch wenn da jetzt nicht sonderlich fundiertes im Hintergrund zu sein scheint. Denn meines Wissens nach, von dem, was ich gelesen habe, Dutzend Zeitungsartikel mittlerweile, ist es so, dass der Mann lediglich hier geboren wurde und eine Staatsbürgerschaft besitzt. Das macht ihn aber eben immer noch zu einem Armenier. Er hatte offenbar beide bei Staatsbürgerschaften. Aber gut, das sind jetzt Detailfragen, ist eigentlich auch scheißegal, das hat mit der Tat gar nichts zu tun. Es geht mir jetzt nur um das Verhalten von Presse und Politik, was das angeht. Da wurde ziemlich schnell auch wieder versucht zu beschwichtigen. Wir müssen ja erstmal abwarten. Vielleicht ist er ja psychisch krank. Vielleicht hat das ja alles mit nichts zu tun. Und überhaupt da bloß nicht über den Täter reden. Wir wissen ja noch gar nichts. Wir müssen ja abwarten. Ihr könnt euch vorstellen, was gewesen wäre, wenn das ein schon länger hier Lebender gewesen wäre, der möglicherweise im Auto dann auch noch ein Grundgesetz liegen gehabt hätte. Er wäre sofort die bösen extremistischen Querdenker und der Rechtsextremist und Terror und was weiß ich nicht alles. Wenn es um einen Deutsch-Armenier geht, der da jetzt nicht so ins gewünschte Täter-Narrativ passt, dann schweigt man sich offensichtlich aus, dann versucht man herauszustricken, naja, wir müssen ja erstmal gucken und bitte nicht drüber reden. Wenn er drüber redet, dann wäre das rassistisch und das ist doch auch völlig irrelevant. Wir müssen doch über die Opfer reden. Weil jetzt plötzlich müssen wir über die Opfer reden. Die Leute, die jetzt beteuern, man müsste über die Opfer reden, die haben versucht zu verhindern, über die Opfer zu reden, wenn die Opfer eben auch nicht in das Bild passen, was ihnen gefällt. Nämlich wenn Kinder gegen Züge geschmissen werden zum Beispiel oder auf offener Straße abgemuxt werden von irgendwelchen Messermännern und so. Muss ich euch nicht erzählen. Ihr wisst, dass man da in einem gewissen Klientel in der Regel nie über die Opfer reden will. Nur dann, wenn es einem gerade passt. Also von daher absolute Heuchelei. Ihr kriegt also relativ eindeutig mal wieder mit, die politische, nicht die Instrumentalisierung in dem Fall, die funktioniert nämlich dieses Mal nicht so gut, weil Täter-Opfer-Konstellation eben dem nicht zuträglich ist, aber die politische Relativierung, die läuft wieder. Wir müssen ja warten und bitte nicht zu früh drüber reden und es könnte ja ein Unfall gewesen sein und es könnte ja auch sein, dass er psychische Probleme hatte. Ich stelle mir ja die Frage, hätte es verhindert werden können und müssen? Der Mann ist Behörden bekannt, wegen anscheinend diverser Delikte. Hätte man da möglicherweise was machen können? Wenn ja, warum hat man es nicht getan? Hätte man vielleicht sogar was machen müssen? Das ist immer dann der Fall, wenn der Aufenthaltsstatus entsprechend nicht legal ist. Dann hätte man die Person nämlich aus dem Land verweisen müssen, dann wäre diese Tat in diesem Land nicht passiert. Das heißt, das wäre dann ein politisches Versagen gewesen, was man definitiv hätte verhindern können, wenn man nur geltendes Recht umgesetzt hätte. Wie das bei jemandem mit der Staatsbürgerschaft ist, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Hätte es da eine Möglichkeit gegeben, vorher anzusetzen? Ja, nein, vielleicht steht aktuell noch nicht fest. Zumindest liegt mir da keine Information vor. Aber das sind eben auch so Sachen, da redet man medial gesehen überhaupt nicht drüber. Ne, jetzt wird heute eine große Andacht gegeben, ist ja schön und gut. Das bringt nur die Tote auch nicht zurück. Also an der Stelle, ja, gut gemeint, aber ändert jetzt an der Stelle nicht allzu viel. Naja, man kann da ja politisch wieder auflaufen, kann sich selber irgendwo in den Mittelpunkt stellen und kann drüber reden, dass man ja mehr machen muss. Und dann kann man die Autos in Innenstädten verbieten oder was weiß der Fuchs was. Also diese Chose, die wird wahrscheinlich wieder losgehen. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, bleibt alles wie gehabt. Ist nun das wievielte Mal, dass in Berlin ist dann jemand in eine Menschenmenge kracht? Ich weiß es nicht mehr, kam schon häufiger vor. Gut, das eine Mal war tatsächlich ein medizinischer Notfall. Das war der Mann, der vorher noch eine Gehirnoperation hätte, gar nicht hätte fahren dürfen. Klar, an der Stelle kein Anschlag, aber trotzdem nicht weniger verwerflich. Aber es ist jetzt das wievielte Mal gewesen? Das zweite, dritte, vierte? Ich habe nicht mehr mitgezählt, ist auch relativ irrelevant. Ist immer die gleiche Chose, die sich abspielt. Wenn es nicht ins politische Weltbild passt, dann will man abwarten und will beschwichtigen. Wenn es ins politische Weltbild passt, an Sondersendungen, Menschenketten von sonst wo bis sonst wo und so weiter. Und wir müssen. Und was allem immer gleich ist, ein politisches Schaulaufen passiert. Man kann ja jetzt wieder Betroffenheit heucheln. Es tut mir leid, ich glaube denen nicht, dass sie betroffen sind. Aber man kann sich vor die Kameras werfen und beteuern, dass man doch versucht. Und die Gedanken bei den Angehörigen sind und diese ganze Leier. Ja, schöner wäre es, wenn man vielleicht dafür Sorge tragen würde, dass sowas nicht passiert. Das kommt mir nicht mit, aber das kann man doch gar nicht. Komisch, dass sowas andauernd
vorzugsweise in Absurdistan geschieht. Dass sowas in Osteuropa an der Tagesordnung ist, wäre mir neu. Dass sowas in Skandinavien an der Tagesordnung ist, wäre mir auch neu. Also vielleicht dann doch mal ein bisschen hinterfragen, wie kommt es denn, dass es andauernd in diesem Land ist. Aber da jetzt drüber zu reden, bringt uns nicht allzu viel. Wäre eben schön, wenn man das politisch mal tun würde. Könnte nämlich sein, dass man nur den da machen muss. Aber kommen wir erstmal zum Ende. Tragische Meldung an der Stelle. Ich hoffe, es ist die einzige tragische Meldung diese Woche über. Und schauen wir mal, was ansonsten noch im Laufe des Tages so geschehen ist. Und vor allem auch, wie die Berichterstattung in den nächsten Stunden noch so aussehen wird. Denn in der ersten Zeit, also ich habe ab mittags halt immer Radio gehört und so. Ich war ja, wie gesagt, mit dem Auto unterwegs. Die ganze Zeit wurde eben erzählt, ja, eine Vollsperrung wegen einem Unfall, in den Verkehrsmeldungen, ein Unfall auf der Torrentienstraße, deswegen weiträumig abgesperrt. Und man geht von einem Unfall aus, es spricht noch nichts dafür, dass es vorsätzlich wäre. Also alleine die Tatsache, dass erst in der Gruppe gerast wurde und dann noch weitergefahren wurde und noch woanders reingerast wurde, spricht eben doch für einen Vorsatz und dass man dann noch abhaut und von Passanten aufgehalten werden muss. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Unfall sein soll, aber man hat medial über die Bänke hinweg, also wirklich die ganze Bandbreite durch, massiv versucht zu beschwichtigen. Und das ist, ja, weiß ich nicht, was man dazu sagen soll, es ist halt einfach nur extrem verlogen. Gut, macht euch ja trotzdem noch einen schönen restlichen Abend. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich überlege gerade, ob wir noch einen kleinen Abendspaziergang machen, zumindest noch irgendwas Schönes, überlege ich mir gleich noch. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall später nochmal. Deshalb bis dann.